Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play zu World of Rome. World of Rome ist ein Spiel, in dem ich ein Römer bin und viele Städte wieder aufbauen muss, würde ich jetzt mal spontan sagen. Mein Name ist XXX und ich freue mich, dass ihr euch zu meinem Kanal verirrt habt. Ich klicke jetzt mal auf Starten und muss die Straße fertig bauen. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt und weiß jetzt zum Beispiel, dass ich Holz brauche, um die Straße fertig zu machen. Das Spiel ist ziemlich lau von dem Sound her. Jo. Dann hole ich nochmal Holz und ich hoffe, es gefällt euch. Anfang ist noch ziemlich einfach und nicht wirklich kompliziert. Es kommt dann später noch in den weiteren Leveln. Da spielt meine Grafikkarte nicht ganz mit. Aber ich freue mich schon, wenn ich mir könnt mich gerne in den Kommentaren noch etwas beraten. Vielleicht ändere ich meine Meinung nochmals, aber ja. Momentan sieht es so aus, dass ich einen PC gefunden habe, der mir gefällt und der mein nächstes Let's Play auch mitmacht. Und vielleicht guckt ihr euch dieses und das nächste Let's Play mal an. Jetzt liegt hier ein Hindernis. Dann entfernen wir das Hindernis als erstes und ja, ich bin gerade ein bisschen krank und hoffe, dass sich das noch legt. Jetzt pflücken wir mal ein paar Beeren, damit wir Nahrung haben. Beeren liefern zwei Nahrung und Bäume brauchen eine Nahrung und liefern dafür zwei Holz. An sich ist das Spiel sehr einseitig am Anfang, aber es kommt auch noch der Stressfaktor dazu, wenn man dann extrem viele Aufgaben hat. Mir persönlich macht das Spiel extrem viel Fun und Bock, weil man einfach, ja, sag mal, weil man einfach dabei entspannen kann. Statue, neues Objekt, Brücke. Und jetzt kommen wir schon ins nächste Level und da kommt jetzt schon ein Sägewerk hinzu. Als erstes baue ich das Sägewerk, weil Holz extrem wichtig ist. Das merkt man im späteren Spielverlauf. Und danach tue ich ein Lager verbessern. Hier habe ich einen zweiten Beutel, mit dem ich mich rumschicken kann. Kann ich hier das Holz holen? Der andere kann ich mit dem Baum mitmachen. So. Der andere kann hier. Muss jetzt erstmal an Essen kommen. Später gibt es dann auch noch eine Schweinefarm, dann brauche ich nicht nur noch Büsche, sondern kann auch eine Schweinefarm besitzen. Und die liefert dann 4, 5 Essen.
essen. Ja, nur vor allem Nahrung zu wollen. Und ja, jetzt gehe ich wieder Bären pflücken. Und ich hoffe, das Spiel ist jetzt von den Einstellungen her nicht allzu laut. Falls ja, könnt ihr das gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Dann mache ich das Spiel noch etwas leiser. Und jetzt machen wir noch das letzte Stück Straße und sind da.